Hallo, ihr Star Wars Sammler da draußen. Herzlich willkommen zu Fantastic Folge 12, der Blick in meine Sammlung. Ich habe mal kräftig in meiner Raritätenkiste gekruschtelt und habe dort etwas ganz Interessantes, sehr Seltenes gefunden. Wenn man heutzutage fragt, was war bei den Classic Toys 77 bis 85 extrem selten, gerade Fahrzeuge und so weiter, fällt gleich ein Arwing, Tatooine Skiff. Wenn man ein bisschen länger überlegt, kommt dann noch der Sandcrawler. Aber es gab noch ein Fahrzeug, das wesentlich seltener war. Es erschien 1978 exklusiv bei der Warenhauskette JCPenney's. Die Rede ist vom Sonic Controlled Landspeeder. Erschien nicht in Deutschland. War auch nur exklusiv bei JCPenney's, kurz vor Weihnachten erhältlich. Angeblich soll er Herzschrittmacher gestört haben und wurde dann sofort wieder vom Markt genommen. Heutzutage sehr, sehr selten zu finden, noch seltener zu finden, sind die Kartons und komplett Mint & Sailed Boxset. Heute, ganz exklusiv, bin ich froh, dass ich ihn euch zeigen kann. In meiner Sendung jetzt der Sonic Controlled Landspeeder. Lasst uns rübergehen. Unten sehen wir die Box des Sonic Controlled Landspeeder und oben die des regulären Landspeeders. Man erkennt gleich, dass der Sonic Controlled Landspeeder wesentlich größer war als der reguläre Landspeeder. Hier sehen wir die Vorderseite des Sonic Controlled Landspeeder. Selbstverständlich nur bei Kenner. Hier sehen wir die Oberseite der Box. Und hier sehen wir die Unterseite der Box. Dieses Fahrzeug wurde in Taiwan hergestellt, 1978. Hier sehen wir das linke Kopfstück. Und hier das andere. Hier sehen wir die Rückseite. Und ganz interessant, hier das Preisschild von JCPenney's. Mit $11.88. Aber ihr braucht euch keine Hoffnung machen, für den Preis kriegt es heute nicht mehr. Rechts sehen wir den Sonic Controlled Landspeeder und links den regulären. Deutlich fällt der Größenunterschied auf. Die Fernbedienung für den Sonic Controlled Landspeeder war ein R2-D2 Verschnitt. Sehr raffiniert gemacht. Mit Hilfe eines klickenden Geräusches konnte man den Sonic Controlled Landspeeder steuern. Keine Sorge, euer Monitor ist nicht kaputt. Ich musste nur auf Infrarot umschalten, um euch das Innere der Fernbedienung zu zeigen. Hier beachtet besonders auf den oberen Teil. Gut zu erkennen auf der Fernbedienung Made in Taiwan. Hier der Knopf. Und hier General Mines Fan Group INC 1978. Und hier haben wir das gute Stück. Hier sehen wir das Cockpit. Wir sehen, dass die gesamten Computerarmaturen keine Aufkleber sind, sondern aus einem Stück gegossen wurden. In der Mitte sehen wir den An-Aus-Schalter, womit der Sonic Controlled Landspeeder in Betrieb genommen werden kann. Hinter den Sitzen sehen wir ganz deutlich zwei Knöpfe, auf die Figuren gesteckt werden können. Beim oberen Triebwerk können wir mehrere Löcher erkennen. Diese sind dazu da, um das Schaltsignal der Fernbedienung aufzunehmen. Hier sehen wir nun die Unterseite des Sonic Controlled Landspeeders. Auf der Unterseite befand sich ein sehr großer Aufkleber, Electronic Toy, Don't Not Droop. Und sehr schwer zum Erkennen, die typische Kennerbeschriftung, General Miles INC Group, 1978, Made in Taiwan. Zudem noch ein ganz kleiner goldener Aufkleber,
auf dem ebenfalls steht Made in Taiwan. Hier sehen wir das obere Rad, das einzigste, das über einen Antrieb verfügte. Hier sind wir jetzt im hinteren Teil des Fahrzeugs. Oben ist ebenfalls schon ein etwas verbleichter Aufkleber. Important Electronic Controls. Auf der linken Seite habe ich euch schon einen der Batterieschächte aufgemacht. Insgesamt brauchte das Fahrzeug 4 kleine Batterien. Die rechte Seite ist noch verschlossen. Das vordere Fensterglas war leicht abzunehmen. Im Gegensatz zum regulären Landspeeder konnte man die Motorhaube nicht öffnen. Werfen wir noch einen allgemeinen Blick auf den Sony Controlled Landspeeder. Hier das Cockpit. Hier der An-Aus-Schalter. Das obere Triebwerk. Und hier noch einmal die Unterseite. Was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, an dem hinteren Teil der Sitze befanden sich ebenfalls noch zwei Haltebolzen für Figuren. Hier die Rückansicht. Und hier noch einmal das ganze Set auf einen Blick. Selbstverständlich erschien der Sony Controlled Landspeeder nur in der Star Wars Box. Und nur im Jahre 1978. Das war also der Sony Controlled Landspeeder aus dem Jahre 1978, der nur exklusiv für die Warenhauskette JCPenney's erschien. Zweifelsohne ist dieses Fahrzeug ein Highlight in jeder Sammlung. Es ist sehr schwer zu finden, vor allem weil es ja nur in der Star Wars Box erschien, wie zum Beispiel diese Figuren. Jeder Sammler weiß, wie schwer diese noch zu finden sind. Passt auch zudem auf, es sind von den Kartons einige Fälschungen im Umlauf, dass ihr da nicht irgendwie angeht. Vertraut einfach dem Händler, wo ihr immer hingeht. Es gibt sehr gute Händler, die wo euch auch keinen Scheiß andrehen. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. Der Blick in meine Sammlung. Die nächste Folge hat die Nummer 13.